Thema Hautpflege. Ich habe meine Badezimmer-Hautpflege-Schrank-Tour für euch. Dabei zeige ich euch die Produkte, die ich verwende, meine aktuelle Hautpflegeroutine, was ich nehme, wofür, wieso ich die Sachen so aufgestellt habe, wie ich so an das ganze Thema rangehe. Das zeige ich euch alles. Viele hatten sich das gewünscht. Ich gebe euch so eine kleine Tour des Badezimmers und Kommentare zum Thema, das ist alles viel zu viel, Überpflegung und so weiter, brauchen wir glaube ich nicht. Darüber haben wir schon öfter geredet. Wenn jemand sagt, ich verwende nur Seife und Wasser auf dem Gesicht, ist es völlig in Ordnung. Jeder macht das, womit er sich gut fühlt. Jeder macht das, womit er gute Erfahrungen hat. Ich trage oft kein Make-up, ich trage oft gar keine Hautpflege, sondern lasse alles atmen. Und auf der anderen Seite genieße ich es halt total, mir Zeit zu nehmen für meine Haut. Und ich glaube, sie sieht auch ganz gut aus. Also jeder macht das, was er möchte, womit er sich gut fühlt. Und ich würde sagen, wir huschen ins Badezimmer und ich hoffe, ihr habt Bock auf ganz, ganz viel Hautpflege. Da sind wir auch in unserem Badezimmer und diesen Teil kennen die meisten von euch. Das ist unser Spiegelschrank und den habe ich vor, weiß nicht, 1,5 Monaten bei Poco gekauft, um besser alles zu organisieren, mehr Stauraum zu schaffen. Und tatsächlich passt er wirklich ganz gut jetzt so in dieses sehr cleane, grau-weiße Badezimmer. Der Läufer ist von H&M Home. Und den Griff, den habe ich bei Amazon bestellt und ich finde, das wertet das Ganze um einiges auf, weil da vorher so ein Plastikgriff war. Der Spiegelschrank, der war schon in unserer Wohnung, als wir hier damals eingezogen sind. Der Hauptgrund, wieso ich den gekauft habe, ist, weil ich hier oben so viele Produkte stehen hatte. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, es sah so unaufgeräumt aus. Sprich, da stehen jetzt nur noch unsere Zahnbürsten. Und unsere Handseife und Handlotion hatte ich euch ja schon am Mittwoch gezeigt. Hier oben habe ich meinen Lieblingsraumduft, aber ich habe mehrere, ihr wisst, das ist eine leichte Obsession von mir. Dieser ist hier von Synology in Tobacco, ich liebe den. Der ist aber zum Sprühen, dann habe ich hier noch von We Love the Planet ein Essential Oil, was halt so den gesamten Raum einfach einen ganz frischen Duft gibt. Und meine beiden Lieblingsbodylotions von Tom Ford. Und die ist jetzt wirklich bald leer und ich muss eine neue kaufen. Hier im offenen mittleren Fach habe ich meine Brillen, die habe ich selbst designt, da bekomme ich immer viele Fragen zu. Das ist eine Zusammenarbeit mit Mr. Spex gewesen, die kann ich euch gerne nochmal in die Infobox verlinken. Dann mein Facebar Pro von Braun, den mag ich auch sehr gerne. Da sind dann noch normale Zahnbürsten, ab und zu benutzen wir die auch, Zahnpasta. Die Marmorbehältnisse sind von H&M Home und dann ist da noch eine Handseife, Handlotion von And Other Stories. Und natürlich mein Quarz Gesichtsroller, dazu könnte ich auch nochmal irgendwann mehr in einem Video erzählen. Das finde ich ist ein super Hautpflegetool, um die Durchblutung der Haut zu fördern. Die Schublade ist sehr bunt gemischt, aber im Grunde habe ich hier überall nur so Reisegrößen drin und hier so ein bisschen Cremeprodukte, das ist zum Beispiel von Tom Ford, ich liebe den Stick, und einfach so ein bisschen Mascara, so kleine Sachen, wenn ich am Tag mein Make-up hier mache, dann habe ich hier so ein bisschen was, meine Kontaktlinsen. Ich muss Tageslinsen tragen, weil ich so trockene Augen habe und ich sonst sofort Kopfschmerzen bekomme. Und hier habe ich eigentlich Tuchmasken drin und so ein paar Backups. Und das ist eigentlich auch alles Shampoo, Spülung und Zahnpasta, Rasierer, all so ein Kram. Und jetzt zum Teil, den die meisten wahrscheinlich interessieren, ist einmal hier, was ich hier drin habe. Und natürlich, was sich im Spiegelschrank versteckt. Das ist der gesamte Aufbau. Das da oben ist von meinem Freund und hier rechts und die beiden unteren sind meine Fächer. Allgemein gesprochen habe ich das so aufgeteilt, dass hier tägliche Produkte sind. Natürlich nehme ich nicht alles jeden Tag. Und in dem grauen Schrank von Poco, zu dem ich gleich komme, habe ich halt mehr so Haarprodukte. Und da ich mir nicht jeden Tag die Haare wasche, benutze ich die nicht jeden Tag. Und Masken und so weiter, sprich Produkte, die ich halt nicht jeden Tag verwende. Aufgeteilt habe ich das so, dass ich von jeder Produktart so kleine Kategorien habe. Sprich, ich kann dann sagen, okay, heute möchte ich ein Gesichtsöl verwenden, weil es ist kalt draußen, meine Haut ist trocken. Dann weiß ich, dass ich hier hingehen muss und dann wähle ich halt je nachdem, wie meine Haut ist, wonach ich mich fühle und so weiter, das Produkt aus. Okay, dann würde ich sagen, zoomen wir mal ein bisschen ran und reden über einzelne Produkte. Beginne ich mal mit The Ordinary. Das sind so die einzigen Produkte, die ich nicht wirklich nach
Kategorie geordnet habe, sondern nach Marke, einfach weil ich da einige von habe und ich genau weiß einfach, was ich habe und dann weiß ich, ich muss mich hierhin bewegen und kann dann das jeweilige Produkt auswählen. Niort habe ich da auch mit eingereiht, weil das halt aus einem Hause kommt und das sind ja tendenziell, naja gut, man kann darüber streiten, ob es jetzt ein Make-up-Produkt ist oder Hautpflege, für mich ist halt so eine Mischung, das ist halt ein super Ersatz für einen Primer zum Beispiel und um einfach seinen Teint auszugleichen oder halt als Base fürs Make-up. Ich persönlich verwende das lieber, weil das mit 8% flüssiger ist und das, ja, das lässt sich schon mitunter ein bisschen schwieriger auf der Haut verteilen. Durch die etwas dickere Konsistenz, was ihr hier, glaube ich, gut sehen könnt. Beides Produkte, die wirklich, wie man sagt, Photoshop fürs Gesicht sind, die ich total liebe. Es gibt aber auch Produkte, die ich ganz, ganz neu teste. Also zum Beispiel das Mandelic Acid von The Ordinary oder das Marine Hyaluronics. Die stelle ich mir dann einfach vorne hin, damit ich weiß, hey, die willst du mal längerfristig testen. Ich verwende natürlich viele Produkte, aber ich habe immer mindestens ein, zwei Wochen, na eher zwei, in denen ich dann ausschließlich nur das eine Produkt verwende. Also sonst könnte ich gar nicht wirklich sagen, was jetzt wirklich geholfen hat oder womit ich was erziele, wenn ich jeden Tag irgendwas Neues verwende. Also ich glaube, das muss auch ganz klar sein, dass man sonst im Grunde Quatsch erzählt, wenn man jeden Tag was Neues nimmt. Und wenn dann Produkte nicht funktionieren, zum Beispiel das hier, muss ich sagen, von Hylamide, der Glow Radiance Booster, der sich ganz toll auf der Haut anfühlt und im Grunde auch ein Produkt ist, was mich so, so anspricht, einfach einen frischen Teint, die Haut strahlt, sieht gesund aus, aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert und dann hatte ich ein paar Unreinheiten bekommen und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle es erstmal nach hinten, gebe dem Ganzen eine Pause, probiere es dann nochmal und wenn es dann nichts ist, gebe ich es halt ab und jemand anderes kann es ausprobieren. Und jetzt fragen natürlich bestimmt viele, Jamina, was ist denn dein absoluter Favorit? Und ich muss schon sagen, und da wiederhole ich mich auch gerne, The Ordinary, das 30% AHA, die Peeling Solution. Wie ihr seht, ist das auch schon wieder fast leer. Das ist wirklich ein Produkt, wenn man chemisch peelt, dann erzielt man damit so wahnsinnige Erfolge, das ist der Wahnsinn. Also das bitzelt sehr, sehr, sehr auf der Haut. Wie gesagt, ist auch hochkonzentriert. Aber der Teint ist den nächsten Morgen wie ausgetauscht. Ihr habt wirklich eine neue Haut. Das ist alles so glatt und strahlend und weich und sensationell. Und das zum Beispiel ein Produkt von Hylamide, das ist das Pore Delete. Es ist überhaupt nicht für mich, weil das so derartig abmattiert. Aber ich habe sie halt stehen, um halt darüber zu berichten, um zu sagen, hey Leute, wenn ihr ölige Haut habt oder wirklich so extrem glänzt, dieses Produkt, das kann man unter oder über die Foundation auftragen, es mattiert euch alles ab. Das ist, also ich habe, ich bin weiterhin sprachlos. Ich habe das echt ein paar Mal probiert und dachte mir, um Gottes Willen. Das ist halt für einen bestimmten Hauttypen der Hammer. Für mich persönlich nicht. Falls ihr da was sucht, ist das hier euer Produkt. Okay, wenn ich in dem Tempo weitermache, stehen wir in 5 Jahren noch hier. Also ich mache das mal jetzt ein bisschen zackiger. Hier habe ich Gesichtsöle, da habe ich 4 Stück. Die habe ich aber auch für verschiedene, ich sage mal, Hautsituation. Das ist ein Serum, dazu komme ich gleich, das habe ich falsch hingestellt. Das habe ich euch jetzt schon öfter mal gezeigt. Das Balancing Face Oil von Alex Caros. Das ist eine Marke aus Barcelona, die auch nur natürliche Inhaltsstoffe verwenden. Und das, so ein Tropfen reingemischt in die Foundation. Oh mein Gott, das habe ich letztens auf Instagram drauf. Ich habe so viele Fragen bekommen. Da habe ich einfach einen Tropfen davon reingemischt. Sensationell. Und das ist zum Beispiel die Marke Lovely Day, finde ich so, so toll. Ist made in Germany, vegan, cruelty free, all die guten Dinge. Und ich habe euch ja von den Unreinheiten oder, ja, ich sage mal, Unterlagerungen auf meiner Wange erzählt oder ab und zu habe ich halt auch schlechte Haut. Und dieses Produkt, und obwohl es für problematische Haut ist, ist der absolute Retter bei einem schlechten Hauttag. Ich mache dann halt vielleicht eine Maske, gebe ein leichtes Serum auf die Haut und dann einfach 3 Tropfen oder 2 Tropfen davon auf die Haut. Und ihr wacht morgens auf und alle Rötungen sind weg. Die Haut ist so geglättet. Ich finde, das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin so verliebt in das. Und dann haben wir natürlich meinen absoluten Klassiker. Das Emma Hardy Facial Oil. Das finde ich ist auch ein mega Allrounder. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon, das ist meine 3. Flasche. Ist vor allem, finde ich, im Winter eine super tolle Tages- und Nachtpflege. Ich frage mich, wer guckt sich ein 3-Stunden-Jamina-Hautpflege-Video an? Okay, wie machen wir das denn jetzt mal?
Okay, von Coral ist das Lifting Serum an müden Tagen ganz, ganz toll. Hierzu hatten mich einige gefragt, was das ist. Das hatte ich am Mittwoch kurz in meinem Blog gezeigt. Das ist das Nourishing and Hydrating Treatment Oil von Estée Lauder. Das ist ein Zwei-Phasen-Produkt, was man so schüttelt. Im Grunde ist es Pflege und Öl, was ja auch Pflege ist, in einem. Dazu verlinke ich euch definitiv ein bisschen mehr in die Infobox. Da muss man ein bisschen was drüber lesen. Es ist ein super spannendes Produkt. Und gerade an Tagen, an denen ich faul bin, ich mache ja nicht jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde Skincare-Programm, dann trage ich das halt nach meiner Pflege auf mit bisschen Augencreme und bin fertig. Dann habe ich von The Organic Pharmacy, das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, das Serum ist grandioses Hautpflegeprodukt, was aber wie so ein Glowing Primer und sofortige Gesichtsstraffung wirkt. Das ist wirklich eines der wenigen Produkte, wo das Wort Lifting tatsächlich sofort eintritt. Es ist sensationell. Dann habe ich noch von Lovely Day das Glow Juice. Das ist vollgepackt mit Antioxidantien, Pfirsichkernöl, Himbeerextrakten, Hyaluronsäure. Es ist wirklich vollgepackt mit Vitamin E unter anderem auch. Und das kann man halt super nach der Pflege verwenden. Entweder solo für einen strahlenden Teint oder als Base halt unter Make-up. Wie ihr seht, habe ich einige solcher Produkte, weil ich halt darauf schwöre, den Teint und den Glow langsam aufzubauen. Das sind definitiv meine beiden Serien, die ich am liebsten so jeden Tag verwende. Die geben der Haut sowohl am Tag als auch nachts extrem viel Feuchtigkeit. Das ist einmal eins von Dermalogica, das ist das Age Smart, und wie ihr seht, das von Vichy ist im Grunde auch aufgebraucht. Das sind, finde ich, so für jeden Hauttypen extrem tolle Serien, die ich sofort empfehlen kann. Kleben nicht, lassen sich schnell auftragen, fangen auch nicht irgendwie an zu klumpen. Und dann habe ich hier noch ein bisschen was Spezielleres von Estée Lauder, das Perfectionist Pro. Das zum Beispiel auch mit AHA-Säure. Das verwende ich nur abends, das strafft die Haut, aber gleichzeitig werden halt auch alle toten Hautschüppchen ganz leicht abgetragen im Schlaf. Dann komme ich mal zu meinen, ich sage mal, einfachen Cremes. Außer hier meine Pixi Glow Pads, die habe ich hier, weil sie einfach vom Layout am besten reingepasst haben. Also falls ihr es nicht kennt, das ist Glow Tonic, was es von Pixi gibt, als Pads, die dort drin getränkt sind. Da ist 5% Glykolsäure drin. Also die sind relativ mild. Ich finde sie aber stärker als das normale Glow Tonic. Dann habe ich hier noch ganz normale Pflege von Omorowicza Budapest. Die finde ich okay, die werde ich jetzt aber nicht sofort nachkaufen. Und die hier hatte ich euch ja in meinem Zalando Beauty Haul gezeigt. Ist auch fast leer, Packaging finde ich traumhaft schön, aber das Produkt, ich weiß nicht, ob ihr das hört, ist eigentlich auch leer. Es ist eine ganz, ganz leichte Creme, die ist so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen gelartig, aber ganz, ganz leicht auf der Haut und war jetzt einfach im Sommer absolut perfekt. Ich habe wirklich ein bisschen Serum aufgetragen, die fertig. Und dann habe ich noch eine von It Cosmetics, die ist ein bisschen, ja, die ist schon sehr, sehr dick. Also es ist schon eine sehr reichhaltige Creme, wie ihr auch hier seht, mag ich sie sehr, sehr gerne. Ist auf jeden Fall für mich eher ein Produkt, das ich abends verwende. Das ist relativ neu von Origins, das Nitamins, und das ist halt auch mit AHA. Ich würde nicht mal sagen, dass es wirklich auf der Haut bitzelt, aber man merkt halt, dass da was passiert. Und das ist halt ein Produkt, was ich auch sehr gerne abends verwende, wenn ich halt, oder beziehungsweise gehe ich halt nicht jeden Tag irgendwie mit krasser Säure auf meine Haut, weil die muss ich halt auch mal erholen. Also denkt nicht, dass ich das alles jeden Abend mache, ja? Also differenziert da bitte. Dann habe ich noch die Rose Creme von Coral's. Die haben auch bald eine neue Rose-Linie übrigens. Werde ich dann euch nochmal, glaube ich, zeigen. Da bin ich auch noch in der Testphase. Und von Dr. Jart den Oil Balm. Irgendwie, ich probiere immer wieder damit klarzukommen. Das ist halt so ein Allrounder für Ellbogen, Gesicht, Haare, whatever. Ich habe einfach aus irgendwelchen Gründen keine Meinung dazu. Was ich aber richtig gut finde, ist von Dermalogica das Sound Sleep Cocoon. Ich finde A, das Packaging richtig smart. Ist eine Nachtpflege, die Creme ist sehr gelartig und da ist Lavendelöl drin, was man überhaupt nicht merkt, weil das ein ganz, ganz leichtes Produkt ist. Gibt der Haut genügend Feuchtigkeit, was mir wichtig ist, pflegt aber auch gleichzeitig, ohne dass man halt so einen öligen Pfannkuchenglanz auf dem Gesicht hat, weil das möchte ich auch nicht jeden Abend. Das mag ich wirklich super gern, das Produkt. Dann haben wir jetzt hier so ein bisschen Pickelprodukte. Und ganz klar, Favorit ist das von Origins. Wie ihr seht, habe ich das von Mario Badescu auch schon
ordentlich verwendet, aber irgendwie taugt das einfach nichts. Also ich liebe das von Origins, wie ihr seht. Ich habe davon 2 Tuben. Das trocknet auch, habe ich schon 1000 Mal gesagt, es trocknet extrem die betroffenen Stellen aus. Aber lieber habe ich eine trockene Stelle als irgendwie Unebenheiten auf der Haut. Dann habe ich hier so ein bisschen Selbstbräunungsgeschichten beziehungsweise diese Drops, die kennt ihr von Clarins. Die mische ich ab und zu, diese Drops, in meine Pflege mit rein. Die sind von Clinique. Finde ich okay, ist kein Must-Have. Und dann habe ich hier natürlich SPF, den ich täglich auftrage, weil ich halt sehr viel Säure verwende und ich meine Haut natürlich vor der Sonneneinstrahlung schützen muss. Da habe ich aktuell das von Clinique, finde ich gut, und ein Produkt von Dafin, was quasi schon wie eine getönte BB-Creme ist. Also es hat halt schon so eine leichte Farbe auf der Haut. Sprich, wenn ich ganz natürlich unterwegs bin, habe ich halt SPF 50 und halt auch gleich so ein bisschen mein Teint ausgeglichen. Achso, Augencreme, ja, die sind beide von Estée Lauder. Wenn ihr meinen Vlog am Mittwoch gesehen habt, ich war auf dem Launch-Event, schaut euch wirklich super gerne nochmal das Video an, da erzähle ich noch mehr über das Produkt. Das Produkt soll unter anderem 24 Stunden Feuchtigkeit geben und meistens ist ja so, naja, als ob. Aber ob ich nun Make-up trage oder nicht, ich merke die ganze Zeit, dass meine Augenpartie extrem, ich sage jetzt mal feucht in Anführungsstrichen ist. Also ich merke halt, da ist die ganze Zeit Pflege. Ich sehe die ganze Zeit frisch aus und ich sehe die ganze Zeit wach aus. Das ist meine erste Erfahrung oder mein erster Eindruck davon. Ich werde natürlich weiterhin testen. Und die Daywear von Estée Lauder, die verwende ich schon super lange. Seht ihr auch hier, die ist fast leer und das ist meine tägliche Augencreme, die ich ja eigentlich immer tatsächlich auch abends genommen habe. Aber jetzt werde ich das natürlich tauschen und jetzt habe ich die abends und die für morgen. So, und jetzt komme ich zu Produkten, die vielleicht nicht so viel Erklärungsbedarf haben. Hier habe ich halt Abschminkprodukte, also ich mache immer einen Double Cleanse, sprich ich nehme meistens entweder mit Zellenwasser, erstmal so das Gröbste runter, wenn ich ganz viel getragen habe, und wasche mir dann mit einem Waschlappen oder Musselintuch mein Gesicht. Mein absolut liebster Cleanser seit, ich kann, Moment, ich glaube seit 7 Jahren, ist der hier von Clinique. Den kaufe ich immer wieder nach. Facial, das ist so ein super simples Produkt, das ist wirklich nur eine Seife. Kein Shishi, einfach nur ein großartiges Produkt, was eure Haut so quietscherein macht. Von Lavera mag ich auch sehr den Cleansing Balm oder von Clinique habe ich hier noch ein anderes Produkt. Also da bin ich wirklich recht einfach unterwegs. Ich mag auch gerne das von Boscha. Das Make-up Breakup Cleansing Oil, das ist halt aber wie gesagt schon wieder ein bisschen was Öligeres. Oder halt natürlich von Oskia das Renaissance Cleansing Gel. Das ist so ein ergiebiges Produkt. Ich habe den wirklich schon lange. Und damit bekommt ihr alles runter. Also das aufs trockene Gesicht nimmt euch jegliche Tonnen von Make-up runter. Und das ist ein Toner, den ich dann nach meiner Reinigung auf die Haut gebe, wenn ich dann nicht irgendwie nochmal einen Toner mit Säure oder so verwende, was ich wie gesagt auch nicht jeden Tag mache. Dann habe ich hier weitere Wirkstoffkosmetik von Skincilios. Da war ich ja in Düsseldorf auf dem Launch. Und das sind wirklich ganz süße Mädels, die das machen. 2 Schwestern, die halt Hautprobleme hatten und gesagt haben, okay, ich möchte etwas, was wirklich auf meine Hautbedürfnisse abgestimmt ist. Und das ist ein Toner mit 10% Glykolsäure. Also es ist ein extrem deftiges Produkt. Wenn man noch nicht viel Erfahrung hat mit Säure, sollte man da langsam rangehen. Die haben aber auch ein 4-Phasen-System und das ist der erste Schritt, das ist zum Beispiel der Cleanser. Die anderen beiden Produkte habe ich noch nicht getestet, aber wie gesagt, ich mache immer einige Wochen lang Testphase und dann nehme ich erst was Neues, um dann wirklich zu wissen, was mag ich, was vertrage ich und so weiter. Hier habe ich noch einen Toner von Chanel und Estée Lauder stehen und dann habe ich hier ein Produkt von Dermalogica, was so ein bisschen mehr so ein Exfoliator ist. Das ist im Grunde ein trockenes weißes Puder, was sich erst aktiviert, wenn man das mit etwas Wasser vermischt. Sieht folgendermaßen aus. Dann mischt man das mit Wasser. Das ebnet nochmal den ganzen Hautton aus und nimmt natürlich alles, was schon quasi tot auf der Haut oben drauf liegt, mit runter. Dann natürlich Klassiker von The Ordinary Detoning Solution. Ist halt so ein Begleiter für mich überall jeden Tag. Ist halt eine super Möglichkeit, Säure in die tägliche Pflege mit einzubauen. Gleiches gilt für Alpha Age Liquid Gold oder das 111 Skin, ich glaube, so spricht man das aus, oder? Blemish Tonic. Das hier habe ich vorne stehen, weil es einfach nirgendwo anders hingepasst hat. Ist im Grunde aber auch ein Feuchtigkeitsserum von Clinique. Dann habe ich hier einen
Spray-Department, nenne ich es mal. Das ist mein Gradual Tan von James Reed. Kann man immer morgens am besten nach der Dusche so auf Gesicht, Dekolleté sprühen. Ist halt so ein ganz leichter Selbstbräuner. Dann habe ich ja hier immer diese Reisegrößen von dem Rhodial Hyaluronic Tonic. Das gibt es auch in groß. Ich muss aber sagen, ich mag das halt, weil ich immer so viel unterwegs bin und dann kann ich das halt immer irgendwie in die Tasche schmeißen. Das ist eines der besten Sprays und ich werde so ein Video dazu machen, wieso diese Sprays so grandios sind und wieso ich nicht ohne sie leben kann. Ähnliches ist das Hyaluronic und Bloom von Lovely Day. Wenn ich aus der Dusche komme, ist das allererste, was ich verwende. Auch hier, ihr seht, ich verwende die Produkte wirklich alle regelmäßig und auch sehr gut. Die Poren sind geöffnet, sprich Produkte werden sehr gut aufgenommen und angenommen. Und das gleiche geht zu dem Megamist von Bybee, ist halt auch eine Organic Brand. Und gerade bei solchen Produkten achte ich wirklich mittlerweile drauf, wo sind die Sachen her, was ist da drin. Und unabhängig vom super schönen Packaging ist es halt auch wirklich ein Produkt, was halt einfach die Haut so gut vorbereitet und die Produkte werden besser aufgenommen und so weiter und so weiter. Dann habe ich hier Deos, das ist auch von We Love the Planet. Das Lavendel Deo, das ist eine Deo-Creme und hier finde ich einfach das Gesamtkonzept der Brand super unterstützenswert. So, und jetzt hier meine kleine Make-up-Ecke. Wie gesagt, ich mache ja morgens gerne hier schnell auf jeden Fall meine Base und dann hole ich mir Produkte rein. Und hier seht ihr halt, das ist von Estee Lauder und Victoria Beckham ein Primer. Alles, was halt mein Teint zum Strahlen bringt, dafür bin ich halt. Der von Sisley, der ist auch großartig. Der Instant Glow Primer, da habe ich eigentlich immer so meine Favoriten hier stehen. Und das gleiche gilt für Foundation, habe ich die Serum Foundation von The Ordinary. Ich muss aber sagen, die Coverage Foundation mag ich noch einen Ticken lieber, hätte ich auch nicht gedacht. Dann natürlich CC Cream von It Cosmetics. Ein Produkt, was super strange ist, weil das ist so natürlich und so strahlend und so toll. Ups. Aber auf der anderen Seite halt auch so extrem Full Coverage. Und dann die neue Double Wear Light. Sie ist endlich da. Neue Formulierung und da teste ich mich gerade noch durch. Puh, das war jetzt doch alles um einiges länger als geplant. Aber ich finde es auch irgendwie sinnlos, einfach nur Sachen zu zeigen und dann nichts dazu zu sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns hierfür nochmal ein anderes Video nehmen, weil das ist halt, das sind sehr, sehr viele Masken und hier oben ist ganz viel Haarpflege. Und ich glaube, das könnte nochmal ein extra Video sein, aber da kann ich dann nochmal im Detail euch sagen, ach so, und Bodylotion und so weiter habe ich da auch noch. Was ich wofür verwende, wieso, weshalb, warum. Schreibt mir super, super gerne, ob ihr dazu noch ein weiteres Video haben möchtet und ob euch auch dieser Teil der Produkte interessiert. Okay, das war jetzt alles ein bisschen länger und mehr. Irgendwie hatte ich zu so vielen Produkten was zu sagen. Schreibt mir super gerne, ob ihr auch den anderen Teil sehen möchtet, sonst wären wir, glaube ich, wirklich in einer Stunde noch hier. Zum Thema Haarpflege und Bodylotions, Masken, etc. Dann mache ich das sehr, sehr gerne. Und jetzt bin ich auch gespannt, habt ihr noch irgendwelche Hautpflege-Video-Wünsche, Ideen, Anregungen? Schreibt es super gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in meinen Schrank, in dem ich mich jeden Tag so befinde. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Mittwoch wieder. Es gibt einen Special Guest. Also, kommt Mittwoch zurück. Bis dann.